Hallo, während meines letzten Golf für Anfängerkurs hier in Golfclub Lüttesburg, das war vor 2 Tagen geendet, habe ich 5 ganz tolle Teilnehmer gehabt. Und von dem ganzen Training hat diese Übung, es war für mich sehr interessant zu sehen, am meisten geholfen. Und die Übung sieht so aus. Man macht es erstmal trocken und man steht mit den Füßen relativ eng zusammen. Man holt aus und dann, bevor man den Abschwung macht, macht man einen Schritt nach links und dann schwingt man die Hände runter und durch. So, Schritt runter und durch. Diese Übung ist super, weil was passiert durch den Schritt? Ich leite dann den Abschwung ein mit einer Verlagerung des Gewichts. Ich arbeite von unten nach oben. Ich kreiere dann ganz viel Power. Und dieser Fehlschlag wird dann vermieden. Und das Timing, der Rhythmus stimmt dann, wenn man es richtig macht. Ich versuche hier einmal mit Ball. So, Füße eng zusammen. Der Ball sollte erstmal gegenüber des vorderen Fußes liegen. Und ja, die Schüler müssen erstmal trocken, aber auch mit Ball. So, lassen wir mal sehen, was passiert. Ausrollen, Schritt, schlagen. Und ich wette, wenn du im Treffmoment sah das aus wie einen richtig guten Golfschwung, eine gute Impact-Position. Es sieht einfach aus, ist aber nicht so einfach. Und was man oft gesehen hat, ist, nachdem der Schüler ausgeholt hat, ging der Fuß nach oben und dann nach unten. Und das, der Grund dafür ist, dass das Gewicht beim normalen Schwung gar nicht richtig verlagert wird. Dieser Spieler schlägt den Ball eher vom rechten Bein. Ein typischer Fehler bei Anfängergolfer. Aber das hat wirklich geholfen, dass besser getroffen wird. Und nachdem wir die Übung 20 Mal, 10, 20 Mal gemacht haben, habe ich gesagt, okay, jetzt stehe mit dem Ball in der Mitte der Füße, hol aus und mach den Schritt gedanklich. Aber der Schritt ist die Verlagerung und die Rotation nach links. Und während ich das tue, senke ich automatisch meine Arme. So, jetzt denke ich an Schritt, ohne das zu tun. Ausholen, Schritt, Arme runter. Und dann ist da richtig Power und Geschwindigkeit durch den Ball. So, noch einmal von hinten in Zeitlupe und probier es zu Hause aus. Es kann nicht wehtun und es gibt dir wirklich ein Gefühl für das von unten nach oben arbeiten. Du wirst es genießen.